Eine AFK. Weiß ich nicht. Warum fragst du? Weil er noch nichts geschrieben hat, dass er wieder da ist. Und er schon 4 Minuten her ist. Du könntest ja noch farmen in der Zeit. Ja, erstmal zieh mir was an. Achso. Ich hab mir nicht vor, gleich Kamera anzumachen. Okay. Du willst also die Stinkefinger zeigen und sowas? Gute Idee. Ja, was war denn sonst der Grund? Für mich klang das jetzt absolut nach dem Grund, warum du das jetzt machst. So nach dem Motto, weil ich dich jetzt voll geärgert habe mit Essen und allem und dazu noch die Stage, dachte ich mir jetzt so, du machst die Kamera an, um mich voll zu beleidigen mit Gestik und Mimik. Weil ich dachte nämlich echt, du bist jetzt auch zum Essen gerannt. Ich weiß ja nicht, ob du den Stream noch nebenbei siehst. Ja. Ach, da ist doch ein Löffel drin. Ein eiskalter Löffel. So, Pizza ist im Ofen. Guten Appetit. Aber danke. Jetzt wäre ein Döner hätte jetzt viel besser geschmeckt. Ja, das stimmt. Und warum zeigt Steve dir den Mittelfinger im Stream? Naja, weil er jetzt die Krim gleich anmacht. Ich glaube, der hat das bloß aus dem Grund gemacht, weil ich ihn jetzt so sehr geärgert habe mit Essen und der Stage, dass er jetzt meint, ich muss mir unbedingt noch Gestik zeigen, dass er mich hasst. Achso, ich dachte, du hast ihn mit Essen geärgert. Hab ich doch. Ihn auch, okay. Lecker. So. Was isst du da, Eis? Ja. Könnte ich nicht essen. Ist zwar lecker, aber kann ich nicht essen. Verdammt, ich hab vergessen zu farmen. Fuck. Die kriege ich Zahnschmerzen von. Ich krieg von kalten Sachen immer Zahnschmerzen. Von komm her! Und süßen komm Sachen. Her! Verdammt, ich hätte nach links gehen müssen, wa? Oh Mann, ich bin ja nicht mal ein Stück weiter. Yay, du hast es geschafft. Du bist über diese Passage hinaus. Und du hast. Und guck mal, ich bin so freundlich, ich hab dir extra noch Energiekugeln hingelegt. WB Final. WB Final. Steve hat Fortschritt gemacht. Oh. Dank der Essenspause. Scheinbar. Du hast übrigens gleich den Mittelpunkt erreicht. Du musst nur noch diese Schnecke besiegen. Und ich glaube, das ist auch der letzte Sprung, für den man Rushcoil zwingend braucht. Oh oh. Und rüber mit dir. Oh, ich hab's noch geschafft, ey. Du hast bis zum Mittelpunkt geschafft. Ich würde vorsichtshalber trotzdem aus Köln nochmal versuchen aufzuladen, wenn du das jetzt bei den Ratten schaffst. Aber der ist nicht mehr Pflicht. Ja, du kannst auf jeden Fall nach der Schnecke den Sprung schaffst auf ohne Aschkeul. Aber die Schnecke ist jetzt halt so ziemlich das Schwierigste am Level. Ja, ich werde sterben. Naja, dafür hast du jetzt aber den Mittelpunkt erreicht, hast du mehr Versuche für die Schnecke. Oder? Ist es dein erstes Leben noch, oder? Auf jeden Fall ist es noch zweites. Das, ja, passt schon.
Was ist gerade Schaden passiert? Ja, du bist durch die Ratte gefallen. Hast du gar nicht mitgekriegt, oder was? Ich habe gerade was anderes gemacht, weißt du? Ja, der Mittelpunkt hat bewegliches Wasser, von daher wirst du automatisch einfach weiter transportiert, bis zum Tod sogar. Okay, wie? Diese Schnecke tot. Also du. Oh, hast du sogar ganz okay, gut. Okay, das war jetzt mal ein riskanter Sprung, aber gut gemacht. Ja, man macht. Hier war bei Feinde ein mögliches Dead End. Wo Mega Mans Gesichtstexturen anfangen, dann am besten springen, dann schafft man es ohne Raschkoll. Oh, das war aber ganz knapp am Stachel vorbei. Ganz knapp. Da ist doch irgendwas nicht passig hier. Hm, doch, doch. Wie sollen sie sein? Ja, die Fische sind ein bisschen unberechenbar. Ich hasse die Fische. Oh mein Gott. So schlimm sind die nicht. Mein die Stelle ist so blöd, weil die sind beim Spawn so blöd gesetzt, dass sie da neu spawnen die ganze Zeit. So, du hast es bis zu Toadman geschafft. Yay, das heißt Toadman ist. Gut, jetzt habe ich nochmal einen Happen verdient. Ich würde sagen, wenn du Toadman noch einigermaßen kannst, so wie im Original, dann sollte er kein Problem sein. Okay, das war zwar mehr als ein Happen, aber naja, das spielt. Ich habe noch was anderes hier. Schokolade. Okay. Ich hätte auch noch Chips, aber ich wollte eigentlich nicht in deinem Stream Chips essen, von daher habe ich es gelassen. Gut. Jetzt sind nachher Chips, wenn Simon nur die Stages testet. Wow. Ja, das sind Stacheln am Rand. So gefährlich sind die gar nicht. Ja, das ist ja gerade was spielt, ist mir egal. Was? Du schaffst dir. Du wirst Meister Yoda schon besiegen, also mach dir mal keine Sorgen. Du solltest dich halt nicht so in ihn reinspringen. Sorg dafür, dass er nicht seine Macht anwendet, seine Machtkräfte. Die Machtregen habe ich jetzt so rauf. Genau. Auf Dagobah regnet es viel, deswegen ist so viel Wasser ja, hier. Deswegen ist so viel Wasser hier. Verdammtes Sumpfland von Dagobah. Eigentlich hätte nach diesem Gag. Sayonara! Nach diesem Gag, den wir da gebracht haben, hätten wir eigentlich gnadenlos noch irgendwo einen extra Sprite kreieren müssen, der so ein Darth Vader-Dingens sein soll für eine Star Wars-Anspielung. Okay. Naja, egal. Glückwunsch, du hast Toadman besiegt. Yay, yeah, erster Boss! Yeah! Damit hast du schon mal mehr geschafft als der Shobo. Und der Mordecai, weil der es nicht ohne Stasis geschafft hat. Und der Spielofreak. Und der Spielofreak, stimmt. Du hast im Grunde jetzt alle ziemlich ausgestochen, außer Final bisher. Final ist bis jetzt noch immer besser. Danke, Final. So, wen hat Feinde noch geschafft bisher? Diveman. Nein, nicht Continue. Oh. Warum kannst du nicht Game Over machen? Du wolltest die Stage nochmal spielen. Ach, deswegen. Nee, danke. Ach ja. Der schlägt immer. Diveman. Aber man sieht, dass ich gerade kein Headset auf habe, ne? Jo. Ich finde die Diveman-Stage ist mir so gut gelungen.
Ja, ist dir gut gelungen, ja. Kann man nichts gegen sagen. Kann man, mit normalem Einsprung kommt man nicht links rüber, oder? Nein. Du brauchst Rush Curl dafür. Ich find's ja immer interessant, wie die meisten Leute in die Diveman Stages gehen und dann unabhängig davon, dass sie Rush Curl gehen, haben, tun sie erstmal sagen, nee, das ist nicht möglich. Was? Die kannst du übrigens leichter besiegen, die kannst du rausglitschen, die Säge da, ne? Wenn du vor dem linken Block, der jetzt von dir links ist, auf der rechten Kante stehst, dann kannst du ihn einfach rausglitschen, dann brauchst du das. Ja, du sagst ja schon, Glitch. Das ist ja okay, es ist aber falsch formuliert. Es ist eigentlich kein rausglitschen, es ist rausspawnen. Fertig aus. Ja, aber ich hasse es, sowas machen. Ja, aber es ist ehrlicherweise, es ist. Weil das Spiel es vorgibt. Das Spiel gibt vor, dass da ein Gegner wäre. Ja, aber da du hinter dem Spawnpunkt bist, gibt es vor, dass du den austricksen kannst. Ja. Ich mag den Metal, der hier kommt. Oh, da unten ist ein Weiher, slide da rein, in die Lücke. Ja, ja. Weißt, was du lügst. Vor allem, was? Sag mal, kann das irgendwie ein Rombak sein, dass beim ersten Sprung da jeder stirbt, oder wie soll ich das verstehen? Es ist jetzt schon, du bist jetzt schon der Dritte, bei dem das passiert. Vor allem, lauf doch mal vernünftig gegen die Wand, dann kann das... Ich bin gegen die Wand gelaufen! Ja, mit dem Kopf über die Wand vielleicht, aber nicht hier über die Wand. Ja, vernünftig gegen die Wand laufen würde, das würde auch nicht passieren. Ja, ja. Musst du mal richtig machen hier. Bei mir passiert das jedenfalls nie. Ich weiß nicht. Bei mir auch nie. Und ich meine, ich hab dieses Spiel jetzt schon, keine Ahnung, wie oft du bis zu den Quake 8 gespielt. Oder weiter. Erst letztens ja im Hard-Mode. Um. Alles zu testen. Genau. Man kann sogar bei diesem Segen auf den Zweier, also auf den Zweibreiten, kann man sogar ohne die zu töten, da das Knowledge schaffen. Da drüber springen und ja. Ja, wie gesagt, die ganze Stage ist komplett mit ohne Waschmarinen komplett Knowledge schaffbar. Sogar ohne Regen. Ja, ohne Rush. Aber das ist ja unwichtig. Es ist bei Rush, wenn du ohne Rush Marine hast, dann ist es klar, dass es auch ohne Regen geht. Meine Pizza brennt an. Ja, das ist auch. Ja, eben, ich verstehe es auch nicht, dass das beim bei den Spikes, bei jetzt schon beim dritten Personen, das beim ersten da passiert. Ist das irgendwie ein Computerfehler oder so? Weil ehrlich gesagt, bei mir ist das nie passiert. Bei Simon ist es nie passiert. Und wir haben diese Stage mindestens 20 Mal getestet. Wenn nicht sogar noch öfter. Simon hat die Stage erst vorhin mal wieder getestet. Im Hard Mode. Ich bin jetzt mit meiner Steuerkontrolle fertig, mit Steuerkontrolle, ja. Ne, Analogstick kann ich nicht. Ich könnte es auch nicht. Oh man, Final wird die Diveman Stage so hassen im Hard Mode. Ich mach mal Steam aus. Aber er will ja Geduld zeigen. Er sollte sich Battletoads versuchen. Ohne Scheiß, ich glaube Battletoads könnte einfacher sein. Okay, ich hab mich verschätzt. Battletoads einfacher als was? Das hier? Im Hardmode? Naja, das nicht. Sie, na gut, okay, wie du das sagst. Du bist derjenige, der Battletoads geschafft hat von uns zweien. Aber nur mit Save States. Ja, siehst du, ich hab's nicht mit Save States geschafft. Ja, das ist möglich.